gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem. Bei Pure. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming einfach nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 1000 Mbit. Jetzt zum Testsieger wechseln auf pure.com. Entschuldigung, genau. Ich bin ein Riesenfan von dem Gerät, das du mir empfohlen hast, Tanja. Danke nochmal. Unsere Nachbarschaft gewinnt mit den Expert EM-Angeboten. Der Gefrierschrank von Liebherr mit intuitivem Touch-Display. In Sekundenschnelle eingestellt und mit No-Frost-Feature nie wieder abtauen. Für 1.499 Euro. Jetzt bei Expert. Ihre Expert-Fachmärkte in Hoyerswerda, Cottbus, Görlitz, Bautzen, Zeesen, Rangsdorf, Fürstenwalde und Bischofswerda. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 28. Mai. Ich freue mich, Sie zur heutigen Sendung begrüßen zu dürfen, an diesem doch sehr verregneten Dienstag. Mit gut gefüllten Regentonnen starten wir heute im Zentralpark in Hoyerswerda. Denn auch wenn es hier heute eher ungemütlich war, so soll schon in wenigen Wochen hier ein erstes Sommer-Open-Air starten. Worum es dabei genau geht, das erfahren Sie jetzt. Ein kleiner Tipp, es geht dabei um Fußball. Europameisterschaft in Hoyerswerda. Das planen die Wohnungsgesellschaft und die Lausitzhalle. Natürlich aber nur im übertragenen Sinne. Es soll nämlich ein großes Sommer-Open-Air im Zentralpark geben. Dafür wird eine 4 Meter große Leinwand aufgespannt und mindestens 4 Spiele der Europameisterschaft übertragen. Die 3 Deutschlandspiele in der Gruppe und das Finale. Wenn es die Nationalmannschaft bis ins Achtel-, Viertel- und Halbfinale schafft, sollen auch diese Spiele übertragen werden. Ziel ist, die magische 7 zeigen zu können. Es soll also ein fröhliches Zusammensein werden und das alles kostenlos. Wir kommen mit einer großen HD-Video-Leinwand, die wir technisch bespielen werden. Dazu eine entsprechende Musikanlage, Gastronomie und ähnliche Dinge werden sich natürlich in diesem Infield rein. Und deswegen eben auch freien Eintritt für die Leute. Der Wunsch, dass jeder seine Decken oder ein Stühlchen mitbringt, dass es einfach ein geselliges, gesellschaftliches, friedliches Erlebnis miteinander wird. Darauf hoffen wir und das ist unsere Idee und die wollen wir gemeinsam umsetzen. Mit großer Hoffnung, dass anders als heute auch das Wetter mitspielt, laufen die Planungen seitens der WHR-Seite gerade mal 3 Monaten. Auch die Stadt Hoyerswerda hat bei den Genehmigungen nach mehreren Absprachen grünes Licht gegeben. Schließlich geht es auch darum, für die Einwohner im Zentrum der Stadt einen Mehrwert zu bieten. Dazu Steffen Markgraf als Chef des stadtbekannten Großvermieters. Da geht es einfach darum, von Hoyerswerda für Hoyerswerda eine Veranstaltung zu planen, zu organisieren, aber auch zu finanzieren und das Ganze auch in der Praxis dann umzusetzen. Und da sind wir ja ganz schnell natürlich auf unsere Lausitzhalle gekommen, also auf die Kollegen der Lausitzhalle, die ja im Bereich der Events eine ganz, ganz langjährige Tradition und Erfahrung hier gesammelt haben, aufgebaut haben in Hoyerswerda. Und dann haben wir quasi seit März das Thema so weit getrieben, dass wir heute sozusagen alle Hoyerswerda einladen, in den Zentralpark zu kommen und so ein Stückchen das Sommermärchen 2024 mit zu zelebrieren, mit zu schreiben und unsere Mannschaft um Herrn Nagelsmann mit anzufeuern aus Hoyerswerda. Immer eine Stunde bevor ein Spiel startet, soll es hier im Zentralpark losgehen. Der erste Anpfiff findet am 14. Juni statt mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Mit finanzieller Unterstützung des Zentrenfonds fließen rund 40.000 Euro in das Vorhaben, auf das viele begeisterte Fußballfans und solche, die es werden wollen, im Stadtzentrum zusammenkommen und mit Stühlen und Decken im Gepäck das Sommermärchen genießen. Eine besondere Veranstaltung gab es am Freitag auf dem Beachvolleyballplatz an der Straße des Friedens in Hoyerswerda. Gleich als praktische Übung im Veranstaltungsmanagement hatten die Lebensräume Azubis die Beachmission organisiert. Ziel ist es, sie in Eigenverantwortung und mit fest definiertem Budget auf die Beine zu stellen. Eingeladen waren die Eleven von 5 Schulen der Stadt, um die Besten zu küren. Dabei konnte auch der heftige Regenguss Spaß und Stimmung nichts anhaben.
Neben dem Volleyball standen noch Boccia, Cornhole, Fußball, Dart und Tischkicker auf dem Plan. Die Schüler waren mit großem Eifer dabei, konnte doch so das Geld in der Klassenkasse wesentlich aufgebessert werden. Für Siegel gab es zudem individuelle Sachpräsente, die natürlich ebenfalls von der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume gesponsert wurden. In der Sporthalle des Johanneum in Hoyerswerda fanden am Wochenende die Relegationsspiele zur Sachsenklasse im Badminton statt. Das ist die zweithöchste Spielklasse in Sachsen. Dabei ging es darum, den Aufstieg zur Sachsenliga zu bestimmen. In Hoyerswerda mit dabei waren unter anderem Mannschaften aus Radebeul, Leipzig, Bautzen, Markkleeberg und Röhrsdorf. Die Vereine kämpften im Einzel-, Doppel- und Mix um Punkte und Platzierungen. Gewinner an diesem Tag wurde der Radebeuler BV 1 vor TSV Markkleeberg 1 und TSV Blau-Weiß-Röhrsdorf 2. Auf den Plätzen 4 und 5 waren LSV Südwest-Leipzig 1 und MSV Bautzen. Es wurden somit zwei Aufstiege ermittelt, der dritte Aufsteiger steht noch nicht fest. Und wir kommen jetzt zu den Kurznachrichten des Tages aus der Lausitz. Und da schauen wir jetzt sozusagen ins Museum. In Brandenburg kann man nämlich ab sofort eingelagerte historische Museumsstücke ganz einfach online einsehen. Fast 30.000 Stück wurden dazu katalogisiert und entsprechend digital aufgearbeitet. Seit kurzem ist die neue Plattform brandenburgsammelt.de online. Sie bietet künftig Zugang zu über 28.000 Objekten aus verschiedenen Museumssammlungen im Land Brandenburg. Historisch wertvolle Objekte, die sonst oft eingelagert, verborgen bleiben, können hier ganz einfach eingesehen werden. Die Inhalte werden über eine Schnittstelle aus Museum-Digital abgerufen und redaktionell aufbereitet. Die Plattform wurde vom Museumsverband mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie der Internetagentur Points umgesetzt. Uneigennützig standen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Finsterwalde ihrer Partnergemeinde Eppelborn im Saarland bei. Dort führten starke Regenfälle in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Überschwemmungen. Stadtbrandmeister Michael Kamens, welcher gemeinsam mit weiteren Kameraden im Rahmen eines Austauschs zufällig in Eppelborn weilte, zeigte sich bestürzt über die Ausmaße der Wassermassen und deren Folgeschäden. Zur Unterstützung fuhren umgehend weitere Kameraden aus Finsterwalde samt dringend benötigter Schläuche, Pumpen und Notstromaggregate ins Saarland. Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld war sehr dankbar über die spontane Unterstützung der Finsterwalder Kameraden. Am vergangenen Wochenende fanden in Kirschau die Qualifikationsturniere der zweiten Kreis-Dartmeisterschaft des Kreissportbundes Bautzen statt. Über 110 Teilnehmer kämpften in zwei Turnieren um die besten Plätze. Hochklassige Spiele boten den Zuschauern spannende Unterhaltung. Die besten 8 Spieler beider Turniere qualifizierten sich für das Finale am 8. Juni in Kunnersdorf. Dieses wird gemeinsam mit dem Triple One Steelers des SV Biela Kunnersdorf ausgerichtet. Dort treten sie gegen 48 Spieler der Sportvereine des Landkreises Bautzen an. Es bleibt spannend, ob der nächste Kreis-Dartmeister ein Vereinsmitglied oder erneut ein Hobbyspieler sein wird. Am Mehrgenerationen-Spielplatz in Spremberg wurde ein neues kostenloses öffentliches WC offiziell freigegeben. Die Anlage umfasst ein barrierefreies WC mit Wickeltisch. Der Bau erfolgte durch die polnische Firma Budo Technika. Die Toiletten wurden vor kurzem per Kran installiert. Das WC ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet und mit modernen Sensorknöpfen ausgestattet, um die Türen zu öffnen und die maximale Nutzzeit von 15 Minuten zu kontrollieren. Nach jeder Benutzung erfolgt eine automatische Reinigung und Desinfektion. Am kommenden Samstag findet in der Johanneskirche Zittau ein gemeinsames Konzert des Stadtorchester Zittau und des Liederkranzes 1837 Schwenningen statt. Unter dem Motto Musik verbindet haben die Chöre ein ca. 90-minütiges Programm zusammengestellt, in dem eine bunte Mischung mit Chormusik aus 5 Jahrhunderten zu hören sein wird. Dieses Konzert ist Teil der gelebten Städtepartnerschaft zwischen Zittau und Villingen-Schwenningen, die bereits 1990 gegründet wurden. In diesem Kontext besuchen 40 Chormitglieder des Liederkranzes Schwenningen vom 30. Mai bis 2. Juni die Stadt im Dreiländereck. Der Landkreis Spree-Neiße ehrt jährlich am 5. Dezember zum Tag des Ehrenamtes Menschen, die sich besonders eben da engagieren.
Dies können Einzelpersonen oder Gruppen aus den Bereichen Umwelt, Natur und Tierschutz, Zivilcourage, Katastrophenhilfe und Gefahrenabwehr, Sportkultur, Politik, Religion, Brauchtumspflege sowie Fürsorge, Hilfe, Unterstützung und Pflege sein. Vorschläge können bis zum 30. September schriftlich eingereicht werden. Dies geschieht per Formular in einem verschlossenen Umschlag mit Vermerk Ehrenamt an das Büro des Landrats. Die Auswahl der Geehrten erfolgt in Abstimmung mit dem Kreistagsvorsitzenden, dem Landrat, der Integrations- und Behindertenbeauftragten und dem Landratsbüro. Der Landrat ehrt dann die Preisträger im Dezember im Rahmen einer Feierstunde. Er gehört zu den größten Laufevents in der Lausitz, der Elsterlauf in Bad Liebenwerda. Zum 44. lud der dortige Lauf- und Walking-Verein am Wochenende ein. Knapp 1000 Läufer gingen an den Start über die verschiedenen Strecken quer durch die malerische Kurstadt. Und wir waren natürlich ebenfalls für Sie vor Ort. Zum 44. Mal lud der Lauf- und Walking-Verein der Kurstadt Bad Liebenwerda ein zum Elsterlauf. Im Rahmen des alljährlichen Brunnenfestes war der Lauf auch in diesem Jahr wieder ein sportlicher Magnet. Der Elsterlauf gehört zu den größten Läufen im Süden Brandenburgs. 3, 2, 1, los! Aber zumindest ist es ein sehr großes Starterfeld. Und wir bereiten uns vor auf das Familienrad. Vereinschef Bodo Kleinfeld freute sich wieder über den enormen Zuspruch beim Lauf. Mit exakt 952 Startern verfehlte man zwar die anvisierte Tausendermarke nur knapp, der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. 2, 1 und los geht's! Und das Familienrad ist gestartet. Ich wünsche euch gut Luft auf den Reifen, eine straffe Kette. Wir sehen uns gesund wieder. Bis später. Neben dem 400 Meter Bambini-Lauf und dem Familienradeln über 30 Kilometer waren wieder für fast jeden Lauffreund entsprechende Strecken dabei. 4, 3, 2, 1, los! Und achtet wieder auf die Kante! Der 21 Kilometer Halbmarathon der Mineralquellen und der 11 Kilometer Elbe-Elster-Lauf der Sparkasse gehörten wieder zu den anspruchsvolleren Laufstrecken. 5, 4, 3, 2, 1, Wechsel in der Startposition. Natürlich gab es aber auch wieder kürzere Strecken für jedermann. Auf die Strecke geschickt wurden die Läufer von Bürgermeister Johannes Berger. Jetzt sind die Läufer auf der Strecke und wir haben nur 3 Minuten Zeit, um den letzten Start vorzubereiten. Alle, die eine 8 auf der Startnummer haben. Vor jedem Start fand eine entsprechende Erwärmung statt. Seit vielen Jahren traditionell mit Conny vom Lauf- und Walking-Verein. Und haben nochmal alle pünktlich auf die Strecke gebracht. Und jetzt heißt es nur noch warten, bis die ersten zur Siegerehrung kommen. Im Ziel in Empfang genommen wurden die Läufer traditionell von Rico Gogolin, welcher selbst seit vielen Jahren begeisterter Läufer ist. Hier gab es dann auch die ersten Teilnahmemedaillen. Die am weitesten angereisten Starter kamen dieses Mal aus Bayern und Hamburg. Ihr habt es jetzt geschafft. Herzlich willkommen. Wo ist denn der Applaus hier von euch? Wo ist denn, jawohl, so sieht das aus. Begrüßt mal unsere Läuferinnen und Läufer. Silvia, wow, Spitze. Ja. Viel Lob gab es wieder für die hervorragende Organisation des Laufevents. Die zahlreichen Helfer, welche sich vor, während und nach dem Lauf aktiv mit einbringen, sind Gold wert.
Ohne diese wäre die Durchführung auch nicht mehr machbar, so die einhellige Meinung. Start und Ziel des traditionsreichen Laufes wurden übrigens vor exakt 10 Jahren vom Mineralquellengelände in die Innenstadt verlegt. Eine richtige Entscheidung, wie sich auch dieses Mal wieder zeigte, denn der Lauf zieht unzählige Schaulustige an. Natürlich gab es am Ende auch wieder Pokale und Urkunden für die Erstplatzierten und der 45. Elsterlauf im kommenden Jahr kommt bestimmt. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gehrockstraße. Die Operngala in Doberlug-Kirchhain mit Weltstar Rolando Villason und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Am 22. Juni auf der Schlosswiese in Doberlug. Ein Erlebnis mit klassischen Opernhits von Mozart bis Verdi und Ohrwürmern der Operette und mit einem Feuerwerksspektakel der Sonderklasse. Jetzt schon Karten sichern, online über spk-elbe-elster.de/Ticketshop. Ob der Regen in der Lausitz heute Vormittag die Waldbrandgefahr etwas gedämpft hat, ist schwer zu sagen. Die Trockenheit führte jedenfalls auch gestern wieder zu einem solchen Waldbrand. Bei Krauspitz standen rund 2500 Quadratmeter Wald in Flammen. Mehr dazu jetzt in unseren Blaulichtmeldungen. Am Montagnachmittag wurden mehrere Feuerwehren zu einem Waldbrand bei Krauspitz alarmiert. Zwischen Krauspitz und Weißwasser war es im Wald auf einer Fläche von ca. 2.500 Quadratmetern zum Brand gekommen. In Weißkeißel wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Krauspitz Ost eine Wasserentnahmestelle eingerichtet. Anschließend wurde das Wasser mit mehreren Tanklöschfahrzeugen per Pendelverkehr an die Einsatzstelle gebracht. Der Brand vor Ort konnte schnell gelöscht werden, allerdings nahmen die Nachlöscharbeiten einige Zeit in Anspruch. Wie es zu dem Waldbrand gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Feuerwehren waren mit 9 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften für mehrere Stunden im Einsatz. Bereits am Samstagmorgen kam es in der Großdöbener Gemeinde Neuhausen-Spree zu einem Gebäudebrand. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurden die Tiere in der Stallung durch die Feuerwehr auf eine benachbarte Weide gebracht. Aufgrund der schlechten Löschwasserversorgung mussten weitere Tanklöschfahrzeuge an die Einsatzstelle alarmiert werden. Das Löschwasser wurde letztlich per Pendelverkehr zum Ort des Geschehens gebracht. An der Einsatzstelle kam es infolge des Brandes zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Halle von ca. 40 x 100 Metern Größe brannte komplett aus. Vor 3 Wochen stand bereits ein anderes Gebäude auf dem Gelände in Brand. Insgesamt waren über 80 Einsatzkräfte für mehrere Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Dienstagmorgen nach Elsterwerda in die Roland-Schmidt-Straße gerufen. Dort war es an der Förderanlage des Bioheizkraftwerkes zu einem Brand gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Im Laufe des Tages werden Brandursachenermittler die Arbeit aufnehmen. Eine mögliche Brandursache könnten Schweißarbeiten am Montagabend gewesen sein. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Montagnachmittag kam es auf der S94 zwischen Bernsdorf und Straßgräbchen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer einer Simson alleine zu Sturz. Der Fahrer wurde vor Ort durch die Rettungskräfte behandelt und anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und unterstützte den Rettungsdienst. Die genaue Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Nun schauen wir in die Geschichte der Lausitz. Wir erinnern heute an eine große Schlacht bei Hoyerswerda. Über 200 Jahre ist es her, dass die preußisch-russischen Truppen mit Napoleon und der französischen Armee zusammentrafen. Noch heute wird an die zivilen Opfer gedacht. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 28. Mai 1813 kam der napoleonische Eroberungskrieg auch in die Region um Hoyerswerda.
Ein Großteil der Gefechte spielte sich um die Wassenburg ab, aber auch Naht, Neuwiese, Bergen, Seidewinkel, Geierswalde und Künicht waren betroffen. Etwa 8 Stunden kämpften die Franzosen gegen die vereinigten russischen und preußischen Truppen, die unter hohem Verlust letztlich die Schlacht gewannen. Bei den Kampfhandlungen kamen auch 2 Bürger aus Hoyerswerda ums Leben. Bäckermeister Christian Praetorius wurde von einer verirrten Kanonenkugel getroffen. Eine weitere Kugel traf die Ehefrau des Ackerbürgers Schnipper, die gerade den Boden ihres Hauses vermaß. An beide wird bis heute in der Langenstraße Nummer 4 erinnert. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Wie immer an dieser Stelle der Sendung gibt es jetzt noch den Wetterbericht, konkret für unsere Heimat. Mal schauen, ob auch morgen der Regen weiter anhält. Doch zuvor haben wir jetzt erst einmal passende Tipps für Ihre wohlverdiente Freizeit im Gepäck. Bleiben Sie dran, vielleicht ist auch für Sie was mit dabei. Der Stadtkindertag im Zoo und Schloss Hoyerswerda ist ein buntes Fest, das Familien mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Attraktionen begeistert. Besucher haben die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit an verschiedenen Spielstationen zu testen, darunter das Herstellen von Riesenseifenblasen und das Erklimmen der Piratenleiter. Für diejenigen, die nach einem Adrenalinschub suchen, bietet der Tag auch eine 10 Meter hohe Rutsche und verschiedene Hüpfbogen. Zwischen den Aktivitäten können sich die Gäste bei einem umfangreichen Angebot an Speisen stärken. Der Stadtkindertag ist eine hervorragende Gelegenheit, um in die lokale Kultur einzutauchen, neue Erfahrungen zu sammeln und eine unvergessliche Zeit mit der Familie zu verbringen. Die Freiwillige Feuerwehr Singwitz feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem festlichen Wochenende voller Aktivitäten. Am Freitagabend beginnt das Jubiläum mit dem Bieranstich um 18 Uhr. Das Ende des Abends wird um 22 Uhr mit einem spektakulären Feuerwerk eingeläutet. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Familie und bietet ein großes Kinderfest mit vielen Attraktionen wie einer Hüpfburg, einem Karussell, Kinderreiten und einer Bastelstraße. Die Festlichkeiten beginnen um 14 Uhr und gipfeln in einem Showprogramm um 21 Uhr, das sicherlich jung und alt begeistern wird. Dieses Jubiläum verspricht ein unvergessliches Ereignis zu werden, das die Gemeinschaft ehrt und die wichtige Rolle der Freiwilligen Feuerwehr in der Gesellschaft feiert. Das bevorstehende 550-jährige Jubiläum der Ortsgründung von Liesgau verspricht ein Ereignis voller Freude und Gemeinschaft zu werden. Mit einem vielfältigen Programm, das von der offiziellen Eröffnung durch die Bürgermeisterin von Spremberg bis hin zu einem Kinderfest reicht, bietet das Fest für jeden etwas. Die Freiwillige Feuerwehr und die Darstellung der Dorfgeschichte durch Rüdiger Budek sind nur einige der Highlights, die die Besucher erwarten können. Der Wettbewerb im Preisbillard bietet sowohl Profis als auch Amateuren die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Sonntag beginnt besinnlich mit einem Festgottesdienst und setzt die Feierlichkeiten mit einem Frühschoppen fort. Dieses Jubiläum wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für die Gemeinde und ihre Gäste sein. Der heutige Tag hatte viel Nass für die Lausitz im Gepäck. Eine Regenfront zog sich seit den frühen Morgenstunden von der Elbe herkommend ins Neiße-Gebiet. Ab dem späten Nachmittag wurde es dann aber zusehends trockener und auch im Bergland kamen am Abend die letzten Tropfen an. Die Höchstwerte lagen bei schwachem bis mäßigem West- bis Nordwestwind bei 17 bis 20 Grad in der Niederlausitz und 12 bis 17 Grad im Bergland. In der Nacht zum Mittwoch ist es dann nur noch gering bewölkt und es bleibt weitestgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen kühlen auf 11 bis 7 Grad ab. Der Tag beginnt neben vielen Wolkenfeldern, vor allem in Südbrandenburg, mit Aufheiterung. Im Nachmittagsverlauf kommen allerdings von Westen her in der gesamten Lausitz neue Schauer auf, die bis zum Abend hin auch den Raum Dresden erreichen. Vereinzelt herrscht auch Gewittergefahr. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 Grad in der Niederlausitz sowie in den Gefilden und 19 Grad im Bergland bei schwachem bis mäßigem Wind aus Süd.
In den kommenden Tagen bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken mit gelegentlichen Schauern und vereinzelten Gewittern. Während es im sächsischen Teil der Lausitz am Donnerstag und Freitag weiterhin unbeständig bleibt, gibt es am Freitag in Südbrandenburg nach Auflösung von Nebel und Hochnebel viele Quellwolken mit Sonnenschein. Die Temperaturen klettern am Donnerstag auf Werte bis zu 22 Grad und auch am Freitag bleibt es mit 23 Grad frühlingshaft warm bei nur schwachem Wind. Am 1. Juni startet die Amphitheatersaison der neuen Bühne am Senftenberger See mit der Premiere des Love Rock Musical Hair und zwei Wochen später mit dem Familiensommermärchen Der gestiefelte Kater. Neben diesen beiden Eigenproduktionen sind dann von Juni bis September auch Shows unter anderem mit Helge Schneider, Dieter Wischmeier, Ingo Appelt und vielen mehr zu erleben. Im Lausitzwelle Kulturfenster erinnern wir heute an eine Produktion der neuen Bühne, die erstmal nicht mehr im Programm ist. Aber für alle Fans von Eine Sommernacht, es gibt gute Nachrichten. Auch in der Saison 24/25 soll die Produktion wieder laufen. Ich hoffe, damit habe ich wieder ein bisschen Theaterlust in Ihnen geweckt. Viel Spaß jetzt mit dem Kulturfenster und bis morgen zur nächsten Drehscheibe Lausitz ab 18 Uhr in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen. Auf Wiedersehen. Das Lausitzwelle Kulturfenster. Es ist Midsommer. In Edinburgh. Es regnet. Und zwei Leute haben Sex. Bob. Und Helena. Love will break your heart. Love will break your heart in two. Love will break your heart. Möchten Sie sich mit mir besaufen, Bob? So richtig volllaufen lassen, so volllaufen lassen, dass wir beide nicht mehr wissen, wer wir sind und wo wir sind. Und dann, wenn wir bis zur Besinnungslosigkeit abgefüllt sind, dann vögeln wir. Geh nicht nach Hause. Hilf mir, das Geld auszugeben. Stell dir mal vor, was wir mit 15.000 Pfund heute nach in der Stadt alles machen. Change is possible. Wechseln möglich. Sind Sie sich einig, dass es lustig ist, wenn man einen philosophischen Rat von einem Parkhausautomaten bekommt? Change is possible. Wechseln möglich. Doesn't matter what you do. Mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.